Wann darf ich denn mal ans Steuer? Du musst jetzt nach Felsen Ausschau halten, Norman. Oh, hier links ist irgendwas, Dad. Ich meine, Backbord. Es ist riesig, aber ich bin nicht sicher, ob es ein Felsen ist. Könnte auch die Walmutter sein. Was machst du denn da? Ich sagte doch nein, Norman. Der Wal, er hat uns gerammt. Oh, Norman, wieso hast du das nur getan? Ich wollte ihn einfangen, damit ich den Wettbewerb gewinne. Oh, oh, Dad, es läuft Wasser ins Boot. Wir haben ein Leck. Das hat uns gerade noch gefehlt. Signal. Charlie muss vor den Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung! Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Oh, 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 wir werden untergehen! Hilfe! Hilfe! Runter vom Schiff! Ruhig, ganz ruhig, Norman. Die erste Seefahrerregel lautet keine Panik. Tief durchatmen. Da, das sind Sam und Penny. Sam! Penny! Norman, tief durchatmen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand verletzt? Nein, nur das Boot. Wir haben ein Walkalb gerammt, aber es wird schon gehen. Gut, ich hol die Kinder von Bord. Sarah? James? Norman, du bleibst hier und hilfst Charlie. Was? Aber ich... Na gut, ich bleibe hier. Danke, Norman. Gut gemacht. Ich werfe euch ein Tau rüber. Wir müssen das Walkalb zusammen zurück ins Meer treiben, okay? Ja, Norman und ich kriegen das schon hin. Was kann ich Mom bloß schenken? Ich bin leider nicht so gut im Basteln wie Dad und Sarah. Sieh an, James! Verzeihung, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Was ist das? Oh, mein Metalldetektor. Damit suche ich im Boden nach wertvollen Münzen. Sagten Sie gerade wertvolle Münzen? Ja, irgendwo in Pontypendi wartet ein Schatz aus uralten Münzen seit langer Zeit darauf, geborgen zu werden. Ich wette, die Münzen geben ein ganz besonderes Geschenk für jemanden ab, nicht wahr? Kann ich den ausleihen? Ich passe auch auf. Bitte! Du kannst es ja mal versuchen, während ich zu Mittag esse. Halte dich aber fern von den Klippen. Dort ist es sehr gefährlich. Ist gut, mache ich. Das tut mir wirklich leid. Durch mich hat Hauptfeuerwehrmann Steele diese Münze verloren. Wir wissen gar nicht, ob es eine Münze war, Elvis. Und wenn es eine war? Ich muss den Fehler unbedingt wieder gut machen, Sam. Verlorene Münzen sind sehr schwer wiederzufinden. Aber nicht, wenn man ganz genau weiß, wo man suchen muss. Ah. Oh. Nur eine Schraube. Oh, es hat keinen Zweck. Ich finde nie so schnell ein ganz besonderes Geschenk für Ma... Was da auch liegt. Es ist riesig. Wertvolle Münzen vielleicht, ja. Wo habe ich denn meinen Spaten gelassen? Ach, da. Oh, das klingt aber gar nicht gut. Raus! Feuerwehrmann Sam!
Oh, das war ein Traum, Gwendolyn. Ja, und nun zu James und meinem Metalldetektor. Bis bald, Hauptfeuerwehrmann Steel. Nach so einem schmackhaften Mahl wird das sogar sehr bald sein. Ho, 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 ho. Willst du das wirklich machen, Elvis? Auf jeden Fall. Meine Spardose ist voll mit Münzen. Hauptfeuerwehrmann Steel wird sich riesig freuen, wenn er sie ausgräbt. Aber das sind gar keine alten Münzen. Schon, aber sie sind wertvoll, denn das hier sind Elvis-Münzen. Ach, wo steckt nur dieser Ton nicht gut? Was? Hallo Tiger, bist du jetzt bei der Feuerwehr? Wenn er sich schon bei einer Papiertüte so erschreckt, wie wird er dann wohl erst auf das Feuerwerk reagieren? Hauptsache, er ist heute Abend nicht draußen. Keine Sorge, er bleibt hier. Also, Mike Flatt braucht ein paar Holzpfähle für das Feuerwerk, Kinder. Oh, im Keller liegen welche. Ich hole sie schnell. Nein, ich hole sie. Nein, ich. Hallo, Norman. James und Sarah holen gerade ein paar Holzpfähle. Hallo, kleiner Tiger. Hey, bleib stehen! Oh nein! Jetzt ist er weg. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy! Der Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie! Los geht's! Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Oh, lauf, Sarah! Nein. Oh nein, mein Werkzeug. Mein kostbares Werkzeug. Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Das ist sicher, was mit dem Feuerwerk passiert. Gridlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman. Norman Price. Oh nein, nicht schon wieder. Ich dachte, heute wäre Feuerschutztag, nicht Norman Price Verfolgungstag. Wenn ich nur einen Ort wüsste, wo Hauptfeuerwehrmann Steel mich nicht stört. Ah, wer hat schon mal von einem Feuerschutztag in einer Feuerwache gehört? Hier wird mich Hauptfeuerwehrmann Steel nichts stören. Das ist das allerbeste Flugzeug, das ich je gebaut habe. Jetzt fehlt nur noch jemand, der etwas von Papierflugzeugen versteht. Schnippi, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippi, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na,
Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price? Hä? Gar nichts. Naja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppedi, hoppedi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippdi-schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Top, viel Top, I love you. Schnippdi-schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Criddlington, wie sieht es denn mit unserem Essen heute aus? Noch nichts angebrannt, hoffe ich. Ich habe den Eintopf gerade angestellt. In einer Stunde ist er fertig. Ausgezeichnet. Feuerschutz macht nämlich ziemlich hungrig. Also wirklich. Hauptfeuerwehrmann Steele. Norman Price, ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Nicht übel, dieser kleine Flieger. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Norman Price! Oh, ohne Strom kannst du gar nicht auf deiner Elektrogitarre spielen, Elvis. Nein. Und Würstchen können wir ohne Strom auch nicht braten. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können wir doch noch raus. Ich werfe den Grill an, dann können wir die Würstchen darauf fertig braten. Ich helfe dir. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Papierservietten sind schon mal wichtig. Dann können wir die Würstchen mit den Fingern essen. Oh, hallo? Oh, hi Penny. Du willst mit Helen sprechen? Warte, ich geb sie dir. Hallo, Penny. Tut mir sehr leid, wenn ich störe, Helen, aber es geht um die Nase von Hauptfeuerwehrmann Steele. Er ist eben im Dunkeln gestolpert. Ich muss leider noch mal los, aber ich bin gleich wieder da, Mike. Hauptfeuerwehrmann Steele hat was mit der Nase. Fangt schon mal ohne mich an. Oh, endlich! Sehr gut. Jetzt können wir auch den Rauchmelder testen. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Hurra! Jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, in Geist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flatz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Oh, das könnte sogar ich aufspüren. Na los, such ihn. Da bin ich aber mal gespannt.
Hallo, Mandy. Wo ist denn Dad jetzt wieder? Er musste gleich weiter, nachdem er den Abfluss repariert hatte. Ich glaube, er hat eine Spur gefunden. Komm! Schnuffi, warte! Sieht aus, als könnte er Mike bis hierher riechen. Ich habe eine Bitte, Mike. Bevor du die Kellertreppe reparierst, könntest du da wohl erst diesen Kühlschrank runtertragen? Der strahlt hier oben schlechte Energie ab. Schlechte Energie? Davon habe ich noch nie gehört. Hä? Oh. Das ist Chop Suey, Mike. Gwendolyn kennt sich damit aus. Ganz genau. Und jetzt ist der Supermarkt fällig. Ah. Oh je. Komm schon. Mein Arm! Also langsam frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy. Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn! Das ist der Wagen von meinem Dad! 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 Was ist passiert? Bist du verletzt? Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flatt hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Oh, es wird Rauch aus dem Haus der Flatts gemeldet. Meiner Treu! Es wurde gemeldet, dass Rauch aus dem Hause der Flatts kommt. Ihr müsst euch beeilen. Zu. Mrs. Price, Mrs. Price. Machen Sie auf. Wir haben geschlossen. Aber wir wollen unserer Mama Muttertag doch das Frühstück ans Bett bringen, Mrs. Price. Und uns sind die Eier ausgegangen. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Vielen Dank, Mrs. Price. Wirklich sehr nett von Ihnen. Na, hat Norman Sie heute Morgen richtig verwöhnt? Oh nein, ich glaube, mein kleiner Engel liegt noch im Bett. Aber Sie sollten heute ausschlafen. Ja. Norman sollte Ihnen Frühstück machen. Oh nein, ist denn schon wieder Muttertag? Überraschung, einen schönen Muttertag. Ach, mein Norman, du bist doch ein Goldstück. Von wegen. Aber das war doch nur eine Packung Cornflakes. Wie wär's, wenn ihr jetzt nach Hause geht? Ihr wolltet eurer Mutter doch Eier kochen. Und macht die Küche nicht so schmutzig. Und? Erwarten mich heute vielleicht noch mehr tolle Überraschungen, Norman? Nö, das war's. Ich gehe jetzt Skateboard fahren. Oh. Tut mir sehr leid, Sam, aber das war wohl falscher Alarm. Mandy hat heute Morgen Frühstück für Helen gemacht. Und Dad hat geholfen. Und ihm ist der Toast angebrannt. Angebrannt, angebrannt. Ich hab nur vergessen, dass der Toast im Toaster war. Hat jemand Lust auf ein frisches Toast? Ich lass ihn auch nicht anbrennen.
Nein, danke, Mike. Wir müssen zurück in die Wache, falls es einen echten Notfall gibt. Bis bald! Verschwinde! Oh, Charlie! Ich wollte ihn doch noch ein bisschen beobachten. Das hätte ich mir auch denken können. Ah. Machst du das, Norman? Nein, ich habe nichts gemacht. Norman, ich rufe Feuerwehrmann Sam. Oh, Norman, hol das Telefon! Ich trau mich nicht, Mom. Der tut mir bestimmt was. Dann löse unseren Feuermelder aus. Es brennt zwar nicht, aber ein Notfall ist es trotzdem. Zerschlag das Glas. Aber wie, Mom? Das Ding ist viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht. Wirf mit etwas danach. Wenn ich meinen Fußball hätte, könnte ich den nehmen. Dann hol ihn hoch. Er liegt hinter dem Tresen. Okay, ich gebe mein Bestes, aber ich habe nur einen einzigen Schuss. Ja! Also wirklich, hier ist der dritte Notruf vom Sparpreis-Supermarkt. Das kann doch nur wieder ein falscher Alarm sein. Diesmal treibt Norman es wirklich zu weit. Oh, Mom, Sam kommt ganz bestimmt nicht. Er denkt sicher, ich tue nur wieder so. Und dann ergeht es mir wie dem Jungen dieser Wolfsgeschichte. Hab keine Angst. Es tut mir so schrecklich leid, Mom. Das ist alles meine Schuld. Ich hab den Alarm ausgelöst, aber ich wollte doch nur meinen Ball wieder haben. Ach, Norman. Das ist Sam! Das ist Sam! Vorsicht, sonst fallen wir runter. Jetzt habe ich aber langsam genug, Norman. Was macht ihr denn da oben? Hier ist ein Wolf drin. Da! Er sitzt hinter dem Tresen. Ehrlich, das ist kein falscher Alarm. Wie niedlich. Das ist kein Wolf, das ist ein Fuchs. Und so wie es aussieht, ist er verletzt. Oh, armer Kerl. Hol den Greifer, Elvis. Oh, Sam, ich hatte solche Angst. Ich dachte nämlich, du würdest nicht kommen. Auf einen Notruf reagieren wir immer, Norman. Selbst wenn wir ihn für einen falschen Alarm halten. Ah. Aber tu ihm nicht weh, Sam. Keine Sorge, wir wollen dir nur helfen, mein Kleiner. Miau. Miau. Tut mir leid, Gwendolyn. Keine Spur von einem blinden Passagier im Löschfahrzeug. Mit uns ist er also nicht zurückgekommen. Aber er muss doch irgendwo sein. Aber sicher, Gwendolyn. Wir halten die Augen nach ihm auf. Er taucht sicher wieder auf. Stellt ihm doch was zu fressen raus. Tiger! Tiger! Mietz, Mietz, komm, ein kleiner Rumtreiber. Verlaufen. Und du hast gesagt, er würde nach Hause kommen. Ist er aber nicht. Ich hätte dir niemals glauben sollen. Ach, Sarah, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom!
nicht funktioniert. Tiger ist im Brunnen. Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Oh. Gwendolins Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Ganz bezaubernd, dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Da wären wir. Mike, du musst unbedingt deine Bremsen reparieren. Ich weiß. Genau das werde ich jetzt auch tun. Mike! Oh nein! Los, wir ziehen in den Berg rauf. Das wird sicher voll cool. Ich hab dir was zu essen mitge... Puppe? Puppe? Puppe! Wo bist du? Achtung! Fertig! Los! Gute Fahrt! Seht ihr? Vollkommen sicher. Jetzt bin ich an der Reihe. Aber der Go-Kart ist doch gegen die Mauer gekracht, Norman. Aber nur, weil die Puppe nicht weiß, wie man anhält. Tut mir leid, Trevor. Heute Morgen habe ich noch Keile unter die Räder gelegt. Ich verstehe nicht, wo die auf einmal geblieben sind. Achtung! Fertig! Los! Pass doch auf die Mauer auf! Norman! Benutz die Bremse! Welche Bremse? Norman! Sieht man super, das... Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Oh, ich hoffe, Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg. Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen.
Keine Sorge, Kumpel. Ich meine, Sir. Ich finde sie. Butler, was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler! Sieh nur, da ist Tom! Hilfe! Ich fürchte, ich kann hier nicht landen. Ich hole Verstärkung. Sam! Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen. Was ist das Problem? Mein Bein! Ich rufe Schwester Flood an. Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo? Oh, Butler hat mich hergeholt. Was Butler, ist denn passiert? Was für ein guter Junge. Lass mich mal sehen. Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen. Tom, wir brauchen hier unten dringend eine Trage. Geht klar, Sam. Gut. Passt auf, sie könnte pendeln. Sam wird dich begleiten, Liebes. Ich komme dann zum Krankenhaus. Tja, so eine wahnsinnige Aufregung und dein Bein ist nicht mal gebrochen. Verstaucht ist schlimm genug, James. Sam, du warst wundervoll. Und wäre Elvis Lied nicht gewesen, säßen wir jetzt noch auf den Pontypandy-Klippen. Rot sieht man super, das hilft dir in der Not. Denn klappt mal was nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Dad! Was? Jetzt ist Norman dran. Er hatte den Eimer noch nie. Jetzt sammel ich mit links noch viel mehr als Sarah und James zusammen. Ich glaube, dieser Eimer bringt überhaupt kein Glück. Aha! Schade, dass wir heute keine Krebse sammeln, Norman. Warte, ich helfe dir. Die Muscheln kleben an den Felsen. Du kriegst sie leicht ab mit einer kleinen Drehung, siehst du? Dad, James will meine Muscheln wegnehmen. Tu ich gar nicht. Also jetzt ist es aber gut. Immer müsst ihr euch streiten. Dad! Dieser Eimer bringt mir ja tatsächlich Glück. Nur weil du all unsere Muscheln gekriegt hast. Das ist kein Wettkampf, versteht ihr? Denn nachher legen wir alle zusammen. Ich habe alles versucht, Sam, aber er will nicht runterkommen. Armer Tiger. Vielleicht sollten wir die Rettungsschere einsetzen. Ihr dürft diesen armen, wehrlosen Baum doch nicht fällen. Was hat euch denn dieser freundliche Baum getan? Keine Angst, Gwendolyn. Wir fällen hier doch keine Bäume. Stell dir vor! Sieh mal, ich habe hier ganz viele. Das sind alles unsere. Ich bin eine Muschelpflückmaschine. Und hier sind noch mehr. Hey, lasst mir auch noch welche. Aber du hast doch schon längst haufenweise. Wir beide legen zusammen. Genau. Ich werde mir eine super Stelle suchen mit ganz vielen Muscheln, sonst schnappen mir die Zwillinge noch alle weg. Hilfe! Weißt du, Elvis, unsere Rettungsschere ist ein großartiges Gerät, aber sie ist nicht für jeden Einsatz geeignet. Echt doof. Na los, Norman, zieh!
stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman. Das war kein Bergadler. Den hast du nämlich bestimmt schon längst verscheucht, Norman. Hab ich gar nicht. Ich weiß, was ich tue, Mandy. Ab hier ist der Weg gesperrt, Norman. Gehen wir lieber zurück. Unsinn, Mandy. Sieh dich doch um. Der Weg ist völlig in Ordnung. Was ist denn mit Schnuffi los? Vielleicht wittert er ja Gefahr. Ach, jetzt hör auf, Mandy. Er ist nur ein Hund. Ein Rettungshund. Hol das Stöckchen, Schnuffi. Siehst du? Schnuffi findet auch, dass wir nicht weitergehen sollten. Aber Hunde können doch noch nicht mal lesen, Mandy. Ich weiß, was ich tue. Wir sehen schon früh genug, wenn der Weg unsicher wird. Komm schon, hier finden wir den Adler bestimmt. Die haben ihre Nester gern an entlegenen Orten. Da! Hilfe, hier unten! Hilfe! Und jetzt flieg los, Kleiner. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn zu gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom. Hopsendes Känguru, nicht schon wieder. Tja, dem Piepmatz gefällt's hier eben, Tom. Denk dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Schnuffi? Aber wer ist da noch? Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte! Also dann. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Da kommt ein Notruf, Hauptfeuerwehrmann Steel. Na, her damit! Helen und Penny in den Pontipendi-Bergen vermisst? Sam, nimm Schnuffi mit! Ja, Sir. Komm, Schnuffi. Oh, und verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll mit dem Geländewagen zum Haus der Flotz kommen. Klar wie Klärchen! Hopp, Schnuffi! Bei diesem Nebel haben wir nur eine Chance. Wir lassen Schnuffi an Helens Kleidung riechen. Dann wird er sie schnell aufspüren. Wo ungefähr sind Sie in den Pontipendi-Bergen hingegangen? Ich weiß nicht, Tom. So sehr ich es auch versuche, ich kann mich einfach nicht erinnern. Das müsste von Helen sein. Hier, Schnuffi, such Helen. Pontipendi-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß. Wo führt er uns nur hin? Nanu! Ich hab nichts getan! Hallo, Schnuffi! Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall, Mom. Ha,
Halt! Ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo die beiden hin wollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixter Funkenflug. Nichts wie los. Komm, Schnuffi, das schaffst du. Los, kommt alle hinterher. Schnuffi hat schon eine Spur. Such Schnuffi. Hier sind wir. Helen! Oh, Mom! Alles in Ordnung? Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.